Sie machen einen Waldspaziergang und der Hund geht hinter einem Reh her. Sie stehen einsam und verlassen im Wald. Was ist Ihre Aufgabe jetzt? Ich mache nochmal darauf aufmerksam, rechtlich sind Sie derjenige, der als Tierhalter haftet, und zwar für alles, was in der Abwesenheit des Hundes passiert. Regelmäßig ist es so, dass die Vielzahl der Hunde doch nach 2 Stunden Jagdeifer dann völlig erschöpft und begeistert wieder zurückkommen. Aber es gibt auch eine Anzahl von Hunden, die einfach den Weg nach Hause nicht mehr finden. Dann kann er Schaden im Wald anrichten, sprich Tiere reißen oder aber auch Jungtiere verstören, die Mütter verstören, sodass da halt Tiere verenden. Und letzten Endes im Straßenverkehr Unfälle verursachen, dass auch andere Menschen zu Schaden kommen. Führen Sie sich vor Augen, Sie als Tierhalter haften für all diese Schäden unbegrenzt und auch ohne jegliches Verschulden. Also ist Ihre primäre und erste Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, das Tier so schnell wie möglich wieder zurückzubekommen. Hierzu kann natürlich und muss im Fall eines Wildschadens der Forst verständigt werden, die Polizei muss verständigt werden und es gibt auch Fachfirmen, Fachkräfte, die sich auf diese Suche nach entlaufenen Tieren spezialisiert haben, weil die Polizei regelmäßig damit überfordert sein wird. Und die wird ein Hund, der sich verteidigt, indem er dann, wenn er in die Enge getrieben wird und eben die Polizei angeht und angreift, die würden im Ernstfall erschießen. Auch der Jagdschützer im Wald wird das Tier erschießen, wenn es beim Wildern erwischt wird. Insofern ist für Sie die Aufgabe, die primäre Aufgabe, so schnell wie möglich dem Tier wieder habhaft zu werden und für die Zukunft Vorsorge zu treffen, das Tier entsprechend auszubilden, dass es ohne Leine im Wald gehen darf oder aber nur noch mit Leine im Wald spazieren zu gehen.